Sehr geehrte Damen und Herren, Glück ist unverfügbar, man kann es nicht machen, die Fähigkeit zum Glücklichsein sehr wohl aber lernen. Die Frage ist, welches Glück mit dem Schulfach Glück denn überhaupt gemeint ist. Nicht der emotionale Höhepunkt, der durch die Intensität eines Sinneseindrucks lebt, wie zum Beispiel einen schönen Sonnenuntergang oder der gute Cappuccino, nicht also der Kick, sondern mit dem Glück, dem sich das Schulfach Glück widmet, ist etwas gemeint, das in der internationalen Forschung auch Lebenszufriedenheit oder Wellbeing genannt wird, nicht zu verwechseln allerdings mit Wellness. Wir wissen aus den Forschungen, aus breiten interdisziplinären Anlagen heraus, welche Strukturen glücksförderlich sind. Das sind zum einen Arbeit zu haben, ein Einkommen, das die Teilhabe ermöglicht. Das ist soziale Einbettung und Verankerung zu haben, Familie zu leben und Religion zu leben. Und es ist demokratische Strukturen zu erfahren, also teilhaben und mitgestalten zu können. Für diese Dinge ist natürlich Politik mitverantwortlich, beziehungsweise auch, wenn ich in die Schule gehe, jede Lehrkraft für die Strukturen, die sie im Unterricht und im Schulleben bietet. Was aufhorchen lässt, ist, dass ausgerechnet die Länder, die hohe Standards dieser Lebenszufriedenheit im strukturellen Bereich haben, eine geringere subjektiv empfundene Lebenszufriedenheit aufweisen, nach einer jüngsten UNICEF-Studie auch schon bei unseren Jugendlichen. Deshalb gibt es einen zweiten Teil, mit dem sich das Schulfach Glück beschäftigt, weil es in der Glücksforschung auch als solches verfolgt wird. Das ist der Bereich innere Einstellungen. Es gibt einen Kollegen, der in den 90er Jahren das Thema Glück in der Pädagogik wieder aufgebracht hat, Jochen Riemen, der Glück als ein qualifiziertes Selbst- und Weltverhältnis bezeichnet. Es geht also auch um die Sichtweisen auf sich selbst, auf das eigene Erleben und das Erleben der Welt. Genau hier bietet das Schulfach, das in Heidelberg gegründet wurde und inzwischen an über 100 deutschsprachigen Schulen unterrichtet wird, einen eigenen Raum. Dieser Raum ist nicht beseelt von Wissensvermittlung über Glück, wie wir es zum Teil an der Universität natürlich dann auch machen, sondern, wie wir es übrigens hier auch machen, beseelt und getragen davon, dass es Erfahrungsräume anbietet, dieses Schulfach. Erfahrungsräume, die den Einzelnen ermöglichen sollen, ihre bisherigen ungelebten Möglichkeitsräume zu erfahren. Das gilt natürlich auch für jeden Leistungsbereich eines Schulfachs. Wir wissen aber um viel Schulkultur, die da entgegenwirkt, nicht zuletzt mit dem sozialen Vergleich des Notensystems, denn Vergleich ist ein Glückshemmer. Also zum Beispiel bietet so ein Schulfach eine Erfahrungsübung an, die man nicht alleine bewältigen kann. Kinder, die gelernt haben, alles alleine zu können und auch es alleine machen zu müssen, erfahren dann, wie etwas mit Hilfe anderer geht und dass man um Hilfe anfragen kann. Es geht auch manchmal um Tabus. Wenn ich Sie jetzt frage, denken Sie mal an eine Ihrer Stärken. Und wenn ich jetzt noch sage, stellen Sie sich mal vor, Sie dürfen die mit dem Nachbarn austauschen, müssen Sie nur mal aufpassen, was in sich passiert. Häufig sind solche Dinge bei uns mit Tabus belegt. Im Rahmen einer Bildungslandschaft gehört es aber dazu, dass Jugendliche und Kinder auch schon ihre Kompetenzprofile kennenlernen und zwar nicht über Stellvertretergrößen Noten, sondern so, dass sie wissen, was sie können, was sie auch noch nicht können und wo sie Abhilfe schaffen können. Wir wissen aus Forschungen, das ist ein Teil der Frage, dass Kinder und Jugendliche aus dem Schulfach Glück über ein schärferes Urteilsvermögen dahingehend verfügen, was ihrem eigenen Glücksempfinden abträglich ist. Wir wissen, dass sie mehr Selbstvertrauen haben und dann, so hoffe ich, nicht auf Geschäfte hereinfallen, die da wirklich heißen, kauf dich glücklich. Mit dem, was das Schulfach Glück anbietet, bedient es natürlich einen Teil des schon Jahrtausende alten Bildungsauftrags, nämlich die Persönlichkeitsbildung und die Personwerdung. Und es hat gleichzeitig einen eminent gesellschaftspolitischen Impuls, nämlich den Menschen gestaltungsfähig
zu machen, in Anführungszeichen, indem er seine Gestaltungskräfte kennt und auch entdeckt, wofür er sich einsetzen will. Das ist eine Sinndimension, die am breitesten trägt in der ganzen Glücksforschung. Es geht darum, dass die Frage, was will ich von dieser Welt, die Kinder und natürlich wir alle da stellen dürfen in Bereichen, wo wir Hilfe brauchen, ich sage immer, mit erwachsen werden darf und dann zu zwei Fragen wird, zumindest zwei Fragen, was will ich in dieser Welt und was will ich für diese Welt. Und wenn Sie nachher noch Zeit haben, können Sie mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, anderen eine meiner Stärken mitzuteilen. Vielen Dank.